So, Freunde, mit etwas Verspätung und leider auch nicht mit allen Runden können wir starten, und zwar ins Match Atex gegen Stofftiere Online. Es steht 3:0 für Alternate Atex, erste Waffenrunde, können die Stofftiere hier nicht gewinnen. Und es gab ein kleines Kommunikationsproblem bei uns, das Skype hat mir irgendwie nicht alle Nachrichten durchgeschickt. Und dementsprechend ist gerade die wichtige Nachricht, dass wir neuen GoTV haben, nicht durchgegangen. 4:0 Alternate Atex. Gucken wir mal den Rundenverlauf an. Bisher wohl ohne Probleme. Und das, was wir hinzufügen müssen, ist, dass Mike S. bei Alternate Atex spielt. Ja, endlich mal mit einer AWP, by the way. Ja. AWP-Spieler ja schon bei, Penta gewesen. Und eine sehr gute AWP, muss man dazu auch sagen. Ja, und heute als Stand-in, wer weiß. Man kann es nicht sagen. So, auf jeden Fall ist es jetzt erstmal hier für Alternate das 4:0. Stofftiere Online zieht jetzt das Tempo an. Es geht schnell und zügig auf B drauf. Da steht EZFN, setzt den Spray zum zweiten. Und Globe bekommt hier zumindest die Bombe durch. Oh, da kommt da direkt der Molotov hingeflogen. Aus der Ecke gedrängt. Wie viel Schaden frisst denn der? Uiuiuiui, das ist extrem viel Schaden gewesen. Der wurde, glaube ich, nur vom Molotov, dass der sich noch ausgebreitet hat, nochmal auf 30 HP runtergesetzt. Ja, und die Runde ist vorbei durch Mike S. Kill gegen Flexi. Normal wären wir ein bisschen früher reingegangen in die Partie. Wir waren alle ein bisschen verwundert. Kurze Info für euch, wie es denn aktuell mit den Teams in der Tabelle aussieht. Atex auf dem vierten Platz mit 4 Siegen und 2 Niederlagen. Für die Stofftiere sieht gar nicht so schlecht aus. 2 Siege, 3 Niederlagen. Da ist man auf Platz 6. Vielleicht schaffen sie in der Partie hier auch eine kleine Überraschung, dass sie Atex schlagen können. Würde Atex natürlich auch sehr empfindlich wehtun, wenn sie die Partie verlieren. Aber bisher sieht es wirklich sehr gut aus. Und ich habe, um ehrlich zu sein, nicht damit gerechnet, dass hier ein Holländer auf einmal auf dem Server mitspielt. Ich hätte mit allem gerechnet. Aber Mike S. ist halt echt ein guter Spieler, das darf man nicht unterschätzen. Ja, ich hätte mit allem deutschen Spielern gerechnet, außer mit Mike S. Ist interessant auf jeden Fall. Ist das vielleicht die Kehrwende bei Alternate, dass man sich von einem kompletten Line-Up verabschiedet und Chrissy macht da den Schaden zusammen mit Stefan in der Mitte. Aber Klopp zieht raus und der Strolchi hier gemeinsam mit Klopp die Mitte jetzt eingenommen. So, Mike S. mit der Flash, da wird auch direkt ausschließen gegangen. Aber es ist immer noch ECFN, der alleine den B-Spot hält wie eine Mauer. Hat eben schon gezeigt, dass er auf jeden Fall hier durchkommt und jetzt geht es auch auf den B-Spot drauf. Oh, ja. Und da kann ECFN nicht mehr viel machen. Der wird jetzt hier eingekesselt. Strolchi hier erfolgreich. Und Mike S. muss hier mit Tizian versuchen, die Runde zu retaken. Ist jetzt ein kleiner Nachteil. Sie haben noch einen Molotov dabei, den Tizian einsetzen kann. Stofftiere Online hat halt gar nichts mehr. Die müssen sich auf ihr Aiming aufbauen. Und die haben halt 3x K. Da holt sich, glaube ich, der erste. Tizian bekommt zwar noch einen, aber am Ende ist es hier erledigt. So, erste Runde für Stofftiere Online. Und das lief ganz gut in der Mitte, auch wenn man da anfangs die Spieler verloren hat. Durch die gelungenen Trade-Frags hatte man diese 3-gegen-3-Situation und man hat sich für den richtigen Spot entschieden. Wobei, ich würde sogar sagen, es wird häufig A dann auf Retake gespielt und dafür stellt man 2 Leute auf B oder man macht dieses 1-1-1, wo man einen Spieler hat, der sehr schnell an beiden Spots aushelfen kann, vor allem diese wichtige Support-Flash an B reinwerfen kann. Atex immer noch mit Geld, na klar, die haben 5 Runden in Folge gewonnen, immer recht wenige Spieler verloren. Die Stofftiere Online warten jetzt noch mal ein bisschen ab. Ich vermute, dass wir wieder verzögert Mitte sehen werden. Aber da werden wir noch ein paar Sekunden warten müssen. Wahrscheinlich so zur 1-Minute-Marke, 1:10. Und sie verlieren den ersten Spieler in der Main. Nicht gut gelaufen für Globe an der Stelle. Und sie rechnen halt voll damit, dass Atex B pushen wird. Das ist natürlich jetzt eine sehr eindeutige, also was heißt eindeutige Sache, dass sie sich auf sowas festlegen. Wenn es dann am Ende nicht kommt, können sie nicht mit einem Frag arbeiten, den sie eventuell vermutet haben und müssen dann nochmal komplett umstellen. Und da ist es. 1-Minute-Marke, Crisscross Smoke wird aufgestellt und dann wird man vielleicht jemanden in die Mitte rausschicken. Vielleicht lässt man es auch einfach so stehen. Ah, es sieht sogar nach einer gemeinsamen Mitte-Kontrolle aus und dann fliegt da dieser Molotov rein. Sehr gut platziert, sehr gutes Timing, aber Crispy will dann ein bisschen viel. Natürlich haben die mit dem Molotov dann die Zeit, auch in den Schach zu gucken. Mhm.
Ah, und über den Schacht geht es dann weiter Richtung B. Ja, und da wartet wieder ECFN, hat noch das Backers aus dem CT, da kommt direkt eine Smoke. Die Smoke liegt super kacke, weil da kann man immer durchpushen, beziehungsweise die Gap finden. Aber da traut sich Kiez ja nicht, das Backup für ECFN zu geben. Und er ist gefallen, pusht aber durch. Jetzt ist es auch Flexi. Er hat zumindest den Trade rausholt, damit ist es Mike S. und Stefan hier wieder im Retake. Diesmal ist man aber mit ein bisschen mehr Equipment ausgestattet, Mike S. an der AWP. Man hat noch einen Molotow bei Flexi, den man da Richtung große Rampe zum Beispiel jetzt einsetzen könnte. Genau in dem Moment jetzt, als der Contact kam. Ja, Support Flash jetzt für Stefan, der dann unten rausziehen sollte. Oh, die haben noch einen Molotow für die Bombe übrig. Hinten aus dem Sunroom werden sie den Molotow werfen, wenn Sarin hier fallen sollte. Der ist jetzt im 1 gegen 1, der macht's einfach. Sehr schön, schönes Positioning von Sarin hinten in der Ecke. Etex hat komplett mit einem Schachtspieler gerechnet. Sehr schöne Idee von den Stofftieren, diesen übrig gebliebenen Molotow noch für die Bombe zu verwenden. Und die Smoke kam übrigens nicht richtig an, weil der Molotow da lag. Mhm. Also ein bisschen unglücklich gelaufen dann auch, aber die Folgerunde für die Stofftiere, das ist das viel Wichtigere, die kam. Und Etex kann trotzdem nochmal kaufen. Da sehen wir mal, wie gut die Bank bei Etex da war. Ja, aber die schrumpft jetzt auch langsam. Reicht trotzdem hier nochmal für eine AWP. Stofftiere ziehen ein sehr aggressives Spiel auf. Also egal wohin, Richtung A, B oder Mitte, man versucht extremst viel Raum aggressiv einzunehmen, um da auch so ein bisschen gegen doch öfters mal auf Cash ein sehr aggressives Spiel von Alternate auch ein bisschen dagegen zu gehen. Die auch gerne mal die Main gehen oder die Mitte einnehmen. Eigentlich ziemlich gut von Stofftiere online. Auf so eine Aktion sind sie am reagieren. Stefan da auch ziemlich weit hinten, auch sehr, sehr defensiv. Guck mal, er steht so defensiv, dass der nur am Zaun abaimt. Also er guckt nur ganz, ganz... Ja, das ist, das sieht man häufiger, aber ist halt wieder darauf ausgelegt, dass B gepusht wird. Ja. Also man will Etex hier wirklich in jeder Gelegenheit abfangen, wenn sie B vorgehen. Aber Etex spielt eine sehr defensive Runde gerade, genauso wie in der letzten. Mittelkontrolle gibt es allerdings fast kostenlos. Man wirft wieder Crisscross Smoke und arbeitet sich diesmal mit dem Boost-Spieler vor. Ich weiß nicht, ob sie wirklich in B rein wollen. Der Molotow ist gut für den Refrag jetzt, aber Mike S. macht den Kill einfach nochmal. Läuft jetzt einfach raus, wird von Strolchi durch die Smoke geholt. Sie gehen also auf den B-Spot. Kann ECFN den diesmal halten? Oh, da hat er gute Chancen, findet den ersten. Kann von Crispy das Backup bekommen. Das hat diesmal geklappt bei Alternate. Also dank Mike S. mit den beiden Frags ist man auch ziemlich einzeln reingegangen. Eine gute Support-Flash auch von Crispy. Ist damit rausgezogen. So, jetzt zieht hier Tizia in die Mitte, Bombe fällt. Und das war's. Stofftiere kann sich hier keine nächste Runde holen und da wird es wahrscheinlich einen Force-Buy geben. Und für alle, die jetzt nochmal eingeschaltet haben, ja, Mike S. spielt mit und wer ihn euch gekannt hatte, ist der ehemalige Spieler, der bei Penta gespielt hat und war auch Ingame-Leader. Genau. Und die Stofftiere, die sind letzte Season, für alle, die sie nicht kennen, durch ein Line-Up aufgefallen, das für sehr viel Kontroverse gesorgt hat. Haben es aber am Ende geschafft, hier sich zu qualifizieren für die nächste Season. Spielen jetzt mit einem völlig neuen Line-Up, versuchen es mit einem B-Rush. Und Strolchi und Flexi machen das ganz gut. Der Spot ist auf. Stefan mit 2 Kills vom Heaven. Hat aber nur noch 30 HP. Und seine Nade kommt noch richtig gut an. Hat Crispy noch ein bisschen mitgeholfen. Flexi also jetzt alleine gegen 3. Er hat eine richtig gute Position. Kann erst sehr spät überprüft werden. Aber die Bombe liegt nicht für ihn. Also er wird von da oben runtergehen müssen, wenn es zum Defuse kommt. Er hat halt ein Riesenproblem. Er müsste halt weiter vorne gehen, um zumindest diese geile Gap zu haben. Geht jetzt in die Offensive und das wird nichts mehr. Das sind zu viele Spieler. Da sieht er auch nur die kleinen Köpfchen. Und kleine Köpfchen reichen nicht in dem Fall. Na, normal reichen die schon. Ja, aber in dem Fall für ihn nicht. Ja, die Position ist eigentlich mega gut. Wäre er einen Ticken weiter vorgegangen und hätte nur die Box beobachtet, ob er irgendwas durchrennt, wäre das vielleicht besser gewesen. So ist er auf der einen Seite so ein zweischneidiges Schwert. Du kannst halt versuchen, da in die Offensive zu gehen, 2-1 rauszuholen. Du kannst das aber auch defensiv spielen. Da gibt es mehrere Alternativen. Ja, es ist die 7. Runde für Alternate und ja, Stofftiere erstmal wieder nur mit Tech-9 hier unterwegs. Dreimal Kevlar dabei, eine Smoke. Ne, zweimal Smoke, zweimal Flash. Und ich sehe es schon kommen, das wird Richtung A gehen. Tizan holt den Frag. Ja, aber trotzdem, man wird da gleich nachgehen und versuchen durch die Tür. Und dann holt Tizan den zweiten. Okay, es wird langsam dezimiert. Das heißt, man hat jetzt nur noch 2 Leute, die da irgendwie rausgehen auf A.
Also, das wird nichts mehr, Tizian mit dem dritten. Crispy gibt das Backup und damit ist es noch der Spieler, der eigentlich über den Highway da kommen soll. Das war Globe. Oh, der war Nummer zwei. Nummer zwei. Oh mein Gott, der macht Globe? Den vierten! 13 HP jetzt im 1 gegen 1 gegen ECFN. Wie konnte Globe den bitte noch retten? Und Globe hat ihn nicht gesehen, die Bombe aufgehoben, er geht zum Spot und jetzt erstmal den Plant mitnehmen. Ey, Globe könnte das hier echt noch gewinnen. Das wäre ein Wahnsinns-Ace, dass Globe hier raushaut. Ein Headshot könnte reichen. Er sieht ihn gerade. Jetzt weiß er, dass er den Vorteil hat. Er kann ECFN umlaufen. So gut von Globe. Er kann es hier jetzt gewinnen. Langsam, aber sicher ist er hinterher. Und jetzt weiß ECFN auch, dass er nach hinten aufpassen soll. Das Timing spielt hier nicht für Globe mit. Dieser Peak, dass ECFN nochmal die Ecke im Delta checkt und sich dann denkt, der könnte hinter mir sein. Oh, so bitter. Und es geht die Runde echt noch an Alternate Attacks. Ey, was war das von Globe? Was? Also die beiden Headshots mit der P250, okay, die haben wir nicht gesehen. Aber dieser Spray-Transfer, nicht von schlechten Eltern, mein Lieber. Nicht von schlechten Eltern und fast die Runde hier für Alternate schiefgegangen. Man rettet sich hier nochmal dank ECFN, der 100 HP hat und dann nochmal das Timing hat, nach hinten schaut. Und ja, Doppeldeckung hier mit Mike S. und Stefan in der Mitte. So, und das könnte jetzt für Mike S. gut laufen, findet da auch den ersten. Crispy da auch erfolgreich. Ja, und das ist direkt wieder die 3 gegen 5 Situation. Man lässt sich also da nicht einschüchtern, dank von dieser krassen Runde, die Globe da eben abgeliefert hat. Also weiterhin das Spiel einfach hier runter zählen lassen. Und Runde um Runde holen. Stofftiere sind natürlich unter Druck. Die haben wahrscheinlich auch nicht viel Geld. Da dürfte es nicht großartig reichen, in der nächsten Runde wirklich voll zu kommen. Vielleicht ein Force-Buy. Haben wir auch den Loser-Bonus zur Verfügung. Und Crispy wartet einfach ab, dass seiner auf die Box kommt. Hat auch noch das Backup vom Spot. Das heißt, Flexi, der wird jetzt hier gesehen von ECFN. Sauber abgeamt. Boah, jetzt zieht Crispy rein. Ja, das ist dann zu leicht für Crispy, der dann einfach da rumzieht, holt noch ein bisschen Zeit raus und dann will ECFN nachziehen. Jetzt darf Schrolchi mal versuchen, das 5K zu machen. Jetzt wechseln sie sich ab. Wirkt so ein bisschen danach. Ja, dann wäre fast noch der Frag gegen Stefan drin gewesen. 3 HP hat der am Ende nur noch. Wieder so eine Runde, wo Attex mit 5 Spielern rausgehen könnte. Und am Ende verlieren sie doch noch einiges an Waffen. 9:2, sieht aber recht eindeutig aus für Alternate Attex. Die Stofftiere, ja, sehen wir Stefan mit 0-1-10, läuft noch überhaupt nicht bei ihm. Echt nicht schön, das sehen zu müssen. Und auf der anderen Seite haben wir halt einen Tizian, 16 Kills, macht einen sehr guten Job auf dem A-Spot. Find's generell auch sehr schwer für die Stofftiere, die 2 Runden über Mittelkontrolle gewinnen konnten. Attex hat aber wirklich keine Anstalten gemacht, den die Mitte dann irgendwie aufzugeben danach, sondern so zielen weiter an, wollen weiter Frags machen und irgendwie verlieren die Stofftiere anfangs zu viele Spieler, als dass sie danach noch irgendwie gut aufbauen könnten und müssen sich dann halt schon auf Einzelaktionen verlassen, dass die am Ende aufgehen und am Ende hat es halt jetzt 2-mal nicht geklappt. Ja, aber Alternate ist auch ein Team, was gut auf Cash mit ihren Supportflächen sowas arbeiten kann. Man macht es da schon Stofftiere gerade nicht sehr leicht. Und dann, wie schon von dir erwähnt, halt diese Frags, die einfach nicht fallen, wo man die Duelle verliert. Ich bin gespannt, ob das noch reicht. Das könnte jetzt eine schnelle Partie werden, wenn Alternate weiter hier am Drücker bleibt. Geld ist auf jeden Fall da und bei Stofftiere sehen wir den nächsten Force bei. Dank des User-Bonus kann man hier auch erstmals einigermaßen gut kaufen. Ist ein bisschen Utility, Flexi nur an der Tech 9. Ich glaube, der hat sogar eine Waffe gelegt. Ja, 100 Pro hat er eine Waffe gelegt. Aber wahrscheinlich für Globe oder so. Finde ich auch immer sehr gut, wenn man einfach selbst zurücksteckt und dem zurzeit stärkeren Spieler die Waffe gibt. Das hätte gerade bitterer Molotow werden können. Der ist ihm gerade so über den Rücken geflogen. Manche sprechen da auch von sehr guter Koordination. Ich glaube da noch nicht so dran. Ich glaube sehr an das. Wobei die Stofftiere ein koordiniertes Spiel zeigen. Und Globe hat ja immer schon eher unbekannte Spieler geformt und ihnen so ein bisschen das Spiel beigebracht. Und das könnte auch hier der Fall sein. ECFN mit dem Doppelkill. Der war wichtig. Hätten sie ihn hier überrannt, hätten sie auf den B-Spot gehen können. ECFN bewegt sich nochmal gut. Überlebt lange, macht einen dritten Kill. Streuki ist allein. Auch da gibt es nochmal einen zweiten. Er vermutet, dass da schon jemand unten rumzieht. Deswegen sofort der Spray hinterher. Tizian. Aber von hinten kommt Tizian mit der M4.
und kann ihn dann wiederholen. Es ist wieder eine... Also, nee, es war gar keine so krasse Einzelleistung. Es ist wieder so ein Doppelkill, der recht schnell kommt. Mhm. Der die Runde nochmal etwas spannend macht. Ja, aber Doppelkills und 4Ks reichen halt nicht. Da muss auch nicht der immer, da müssen auch andere Leute was machen. Nee, es ist halt im Allgemeinen, Alternate wirkt hier frisch. Also es sind kaum Fehler im Spiel. Wenn Stofftiere irgendwie was aufreißen kann, dann ist von dir erwähnt diese individuelle Leistung. Aber ansonsten hat man bisher nicht viel gesehen. Jetzt vielleicht immer so ein kleiner offensiver Field, mit dem man hier vielleicht... Oh, er hat auch den Molotov sogar noch geschossen. Also die Funken gespielt. So! Und jetzt gibt's hier einen Refrag und die Offensive ging jetzt zu Alternate ein bisschen in die Hose. Aber es ist noch nichts vorbei. Crispy und ECFN noch mit genug Utility, die sie hier ausschmeißen können. Der Molotov kostet erstmal ein bisschen Zeit. Und jetzt heißt es für die Stofftiere einfach in Afterplant gehen, versuchen jede Waffe durchzubringen für die beiden letzten Runden. Wäre auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Und ich glaube, da geht man sogar bei Alternate safe. Und da kann man die nächste Runde auch nochmal kaufen. Ja, ja, passt. Kann man nächste Runde kaufen, Crispy. Genau, die beiden, die kein Geld hätten, sehr gut, die überleben jetzt. Und der Rest kann selbst nachkaufen. Wobei, bei Mike S. wäre es ein bisschen knapper. Müssen wir mal gucken. Eventuell wäre es sogar gut, wenn Tizian dann für Mike S. legt. Vielleicht auch nur eine Farmers, damit man selbst noch eine M4 holen kann. Ja, wobei, könnte auch so gehen. Könnte auch so gehen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was sie machen werden. Ja, muss... 10-3. Also ist jetzt auch wichtig für die Stofftiere hier, wirklich die ganzen 4 Waffen durchzubringen. Wir haben noch 2 Runden zu spielen. Das heißt, für die Stofftiere jetzt eigentlich keine Eco mehr in dieser Halbzeit. Was natürlich logisch ist, weil man in der letzten nie eine Eco spielt, sondern immer ein Force Buy macht. Aber was ich eigentlich damit meine, ist, dass sie in der nächsten Runde nochmal AKs kaufen können. Tizian Molly direkt am Gabelstapler. Globe kriegt ihn da wieder raus. Aber der Molotov kam so unerwartet an die Position, dass es funktioniert. Mike S. mit 2 guten Shots hinterher. Es ist dadurch nochmal eine Überzahlsituation für Attex entstanden. Da konnte aber seelenruhig die blinden Spieler sich da rausfischen. Crispy jetzt hier direkt über die Main nachgezogen. Also das Tempo stimmt bei Alternate. Man weiß, wohin es geht. Da wird auch direkt dicht gemacht von allen Seiten. Jetzt ist es Sarin hier alleine. Der ist schon was gerissen. Also so 5K oder so. Nee, noch nicht. Der darf jetzt auch nochmal sein Glück versuchen hier in der Runde. Ach, schade. Hätte sie fast verlassen. Reicht es noch? Nein, es reicht nicht. 11-3. Attex geht hier also mit einer deutlichen Führung in die Halbzeit, das können wir jetzt schon sagen. Die Stofftiere maximal 4 Runden, dafür müssen sie aber noch kämpfen und die jetzt holen. Ja, Klob muss auf eine Waffe verzichten, dafür wird es nicht mehr reichen. Damit AK. Aber ist okay, finde ich. Ja, also ist okay. Also mit dem Bike kann man auf jeden Fall arbeiten. Klob hat da noch den Zeus mitgenommen. Gut. Dann, der wird nur zum Feuerwerk benutzt. Als Ankündigung sozusagen. Ja, und das heißt, im Endeffekt, es geht wieder schnell hier auf den Spot drauf. Diesmal Sarin mit dem First Pick, danach Stefan und es geht vor Alternate wieder ein Retake. Klob, sehr schlau, geht nach hinten, nachdem Crispy da letztes Mal einfach kam. Das Crispy auf dem Schirm, jo, da geht man sogar auf einen Boost drüber mit Mike S. Mitte geboostet, sehr schön. Und Mike S. findet auch direkt den nächsten 3 gegen 3. Man hat noch super viel Utility bei den Spielern, besonders bei ECFN. Da kommt jetzt ein Molotov in die Ecke geflogen. Da aimt auch schon Mike S. ab, zusammen mit Crispy. Und das sieht einfach solide aus. Und schönes Refrag-Verhalten. Alternate spielt hier ohne Probleme in den Afterplant runter. Setzt auch gute Utility ein. Muss ECFN nicht mal alles rausschmeißen, Mike S. auch nicht. Ja, dann auch gesetzt für die nächste Halbzeit. Ja, für die nächste Halbzeit nochmal noch mal ein bisschen was. Ja, brauchen sie halt nicht. Ne? Es ging halt auch mit einem Molotov das Ganze auszuspielen mit einer Flashbang. Von daher passt das. Ja. Ist okay. Solides da gibt's Game nix, da von gibt's nix zu. Da gibt's nichts zu meckern. Mike S. Wie sind denn seine Stats? Ich glaube, er hat ganz solide sehen reingefunden. Sehr gut aus, die Stats gerade. Ah ja, gut. nee, aber das war so, wie es mir jetzt aufgefallen ist, von Mike S. kein schlechtes Spiel. Also, der hat seine Frags gemacht, hat man sehr variabel eingesetzt. Ja, ich weiß jetzt ja nicht, ob der nur Stand-in ist oder ob man jetzt wirklich Mike S. als vollwertiger AWP mit ins Line-Up holen möchte. Das kann man ja mal so ein bisschen spekulieren, weil so ein Wechsel kommt ja nicht umsonst. Oder beziehungsweise... Nicht ohne Grund. Ja. Und da kann man auch mal spekulieren, ob vielleicht
da eine vollwertige AWP ins Alternate-Lineup kommt. Ja, das Problem, dass eigentlich am Anfang dieses Lineups alle kritisiert haben, ja, dass es keine richtige AWP gibt. Da hat Syrson so einen guten Job gemacht und aus dem Nichts ist der nicht mehr im Lineup. Und der eigentliche Ersatz, Maki, der ist dann auch weg. Strolchi und Globanna direkt erfolgreich. Stefan noch mit einem Kill hinterher. Und jetzt haben sie auch die letzte Smoke noch mitbekommen, wissen, dass da ein Nachzügler unterwegs ist. Und den pushen sie jetzt gemeinsam. Crispy im Reload, da versucht er noch irgendwie sich vor dem Problem wegzudrehen. Funktioniert nicht. Wichtige Pistol Round für die Stofftiere. Und Atex ohne Bombenplant geht's in den Force bei. Schauen wir mal, was noch zu holen ist. Sie sparen aber sparen sie viel Geld? Sie sparen Geld. Stefan spart Geld. ECFN spart Geld. Ne, der hat jetzt runtergekauft. Okay, sie sparen doch nicht viel Geld. Bis auf Crispy, ne. Also man spart fast gar nichts. Man hat im Nachgang noch ein bisschen was gekauft, bevor man losgelaufen ist. Ja. Und jetzt wird es hier einfach auf B gehen. Molotov, Flash, so, Flash durch durch die Smoke. Boah, das ist so böse eigentlich. Ja, und da ist noch Mike S. Ich weiß nicht, kam die Smoke nicht, die Flash nicht an? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Eigentlich hätte doch Globe da in einer Müllposition komplett blind sein müssen von dem Gerät, was da war. Da hat ihm Zarin ausgeholfen. Ah, er war kurz blind und sein Mate schießt. Ja, sein Mate hat alles kaputt geschossen. Ja gut, dann passt. Dann kam die Flash auch an. Der hat wahrscheinlich einfach Vent geguckt, dann kam die Flash und er ist direkt drüber gezogen. Das ist genau das Timing, was du eigentlich immer suchst. Genau. Also wenn der Gegner denkt, dass du blind bist und du kannst dann nochmal rumziehen und dann hast du auch einen Vorteil meistens, diese Anti-Flash-Position. Ja, und Stofftiere. Oh, wie sie in so einer Runde bei den Stofftieren mit mutig, vier Leuten auf A gehen und den B-Spot auflassen. Und die stehen bereit für eine Flash? Okay, das für eine Taktik. Okay, jetzt versucht Alter die Flanke reinzufallen, das klappt hier nicht. Die haben ja kein Equipment. Und die versuchen jetzt schnell Richtung B zu kommen. Die haben einen super Call bekommen, dass da drei Leute Richtung A sind. Und da wartet nur Zarin. Und wenn der unglücklich einen Headshot bekommt, zum Beispiel von ECFN, und das ist der Bombenplan für Alternate. Ja, das ist noch schnell genug, die Rotation da. Ja, da hat man nämlich, da hat Zarin nämlich die Steps auch gehört, als es gerade zur Smoke ging. Ich glaube, wenn Atex da komplett durchgefahren wäre, hätte das auch gut ein Doppelkill für Zarin sein können. Ja, 12 zu 6. Und Alternate Atex hat die erste Buy-Round in der zweiten Halbzeit. Bei ECFN mit einer Galil ausgestattet. Mike S. nur eine Smoke und ich glaube, die will er auch direkt werfen. Hat sie die ganze Zeit in der Hand. Macht er doch nicht. So, Fixpunkt Molotov zum Boost. Wie baut sich Atex auf? Sehr defensiv. Also wirklich verhalten, darauf abzielen, dass hier mit der UMP irgendwo nach vorne gegangen wird. Ist nicht verkehrt. Stefan positioniert sich unterm Boost und hat sogar noch das Backup von der AWP von Globe, der sehr weit vorne stand, die Smoke hier ausgenutzt hatte. Viel Utility dabei bei Alternate. Man wartet jetzt erstmal ab. Steht gegen Boost, Anti hinten an der Karre, ein Richtung Vent. Also erstmal so ein bisschen das Fingerspitzengefühl hier auspacken bei Alternate und schauen, wo man vielleicht irgendwo eine Öffnung bekommt. Ja, da läuft ihnen natürlich, das ist immer ein Riesennachteil. Irgendwann läuft ihnen die Zeit davon und du musst irgendwas tun. Und jetzt kommt hier eine Christmas Smoke in der Mitte. Die müssen halt Stefan da unten in der Ecke checken. Da wird wahrscheinlich gleich eine Flash reinkommen. Jetzt zieht man hier raus. Tizian und Mike S. machen hier direkt die Mitte platt. So, Mitte eingenommen. Und das ist jetzt der schnelle B-Split. Ja, gut ausgespielt. Die Smoke muss natürlich passen. Ich glaube, die sitzt auch. Das ist nur Pre-Fire von Strolchi gewesen. Ja, und Stefan, er wirft die Bombe nochmal rüber. Also kein zweites Verkrossen und dann geht der Molotov dahin. Da muss er jetzt natürlich warten und Crispy bringt den Backstep. Wichtiger Frag gegen Flexi. Der Molotov ist abgewartet worden und zwar auch noch genügend Zeit, damit man den Plant verzögern konnte. Jetzt der Plant auch safe für den Schachtgang. Strolchis Position ist längst bekannt durch den Frag gegen Crispy. In der Runde werden die Stofftiere wahrscheinlich den kürzeren ziehen. Da geht man sogar jagen. Das hört man, den wollen sie nicht weg, den wollen sie nicht weggehen lassen. Ja. Und geht Strolchi hier vielleicht auf den Ninja, wenn Tizian nicht richtig checkt, ob er hier oben steht? Oh, das... Also, guck mal. In dem Moment... Er läuft voll ins Kreuzfeuer rein, genau in dem Moment. Er steht an dem höchsten Punkt und dann steht einer unten und einer kommt um die Ecke. Das ist halt krass. Oh, der hat doch den Spieler hinten gehört. Der hat sogar noch gesteppt. Der hinter ihm war, meinst du? Ja, genau. Ja.
Ja, den hat er auf dem Schirm, aber halt nicht das EZM, was glaube ich unten, unten steht am Ausgang zur T-Base. Also, gute Runde von Etex. Einfach dieses ganze Feuer an Granaten, was da in der Mitte geflogen ist von den Stofftieren, das war denen gerade egal. Abgewartet, Mitte eingenommen und schnell ein B-Split rausgemacht. Schöner explosiver Push. Sehr schön, und Crispy wartet jetzt ab. Sie stehen wieder auf dieses Anti-Spiel. Oh, sie trauen es nicht vorzugehen. 11 HP, Crispy versucht halt nochmal nachzugehen. Genau richtig entschieden von ihm. Aber Flexi kann zumindest den Refrag holen. Und es geht wieder kompakt bei Alternate. Und das wird auch wieder explosiv sein. So, jetzt kommt die Flash 1. Die Flash ist zu weit geflogen. Aber Globe macht hier trotzdem den Frag. Und das kann man auflösen bei Alternate. Also, die eine Flash von Globe kam zu weit. Da waren zwei Spieler nicht blind. Und der eine dreht sogar noch rein. Also, alle drei wären eigentlich nicht blind gewesen. Alle drei zusammen. So, EZFN, die kam etwas kurz. Aber im Endeffekt steht da keiner. Auch gut. Glück gehabt. Und sie müssen Retake zusammen über Heaven zu zweit sogar ausspielen. Sie versuchen es zu zweit über Heaven. Aimen dann einen schönen Kreuzfeuer ab mit Mike S. und ECFM. Plus einer auf dem Spot. Da findet Lukas den ersten. Und ja, da kann man eigentlich bei Flexi, so jetzt haben wir es richtig gesagt, mit der AWP safen gehen. Ja, es ist auch richtig. ECFN hat da einen wirklich guten Shot rausgehauen. Weiß natürlich, dass die Smoke, die da in seine Richtung geflogen kommt, die Runde nochmal sehr gefährlich macht. Weil wenn die Smoke aufgeht, droppen die Spieler vom Heaven runter, und wenn sie wirklich diesen den Spieler auf dem Spot schnell holen können, liegt die Smoke noch lang genug, damit diese Afterplant-Position aus dem Schachtgang nicht mehr so effektiv ist oder überhaupt nicht mehr effektiv ist, weil du dann aus dem Schacht rauslaufen musst, aus einer Smoke eventuell sogar rauslaufen musst, um dein Timing noch zu haben. Und ja, gucken wir mal, was jetzt kommt bei den Stofftieren. Nicht mehr allzu viel. Flexi hat seine AWP an Globe gedroppt. Er hat dafür noch eine M4 nachgekauft und der Rest forst nochmal rein. Die Stofftiere spielen hier gerade auf Sieg. Und Alternate, die haben natürlich noch genügend Geld. Dadurch, dass sie jetzt zwei Runden in Folge gewonnen haben, konnten sie hier gut nachkaufen. So, und ja, kurz Flash, da geht schnell vor. B steht mega offensiv. Ja. Die sind halt schon durch mit Stefan. Und das könnte jetzt interessant werden. ECFN hat halt diesen Fokus auf beide Seiten und er kann jetzt den einen Spieler hier callen. Und da weiß ECFN ganz genau, dass er da angerannt kommt, muss hier einfach nur reinnehmen, muss jetzt aufpassen, und man versucht jetzt irgendeinen Zugriff zu machen bei Stofftiere. Da wird man aber abgefangen. Klopp hier nochmal mit der AWP erfolgreich. 3-2 Situation holt man hier nicht. Doch, holt man. Oh, vielleicht. Jetzt nochmal die Bombe down, aber nochmal ein Refrag von Crispy. Guter Winkel eigentlich von Spolt hier. Zeigt sich ein bisschen zu sehr an der Kante, sodass er nochmal einen Hit abbekommt. Aber auch der Push passt wieder. Und er wechselt ja da auf die M4, weiß nicht genau, von wo Tizian jetzt kommt. Und in dem Moment hat Tizian das Ganze wahrscheinlich gewonnen. Der kurze Sprung. Und da ist nochmal die Gelegenheit für Strolchi, die Runde zu gewinnen. Die Flash kommt auch nicht richtig an. Jetzt geht Tizian ganz nach vorne, wirft auch nochmal die Pistole weg. Und er flasht sich selbst und macht den Kill. Bringt die AWP dann mit. Ein bisschen reingerannt von Tizian da. Aber okay, 15-6. Ich hätte so gefeiert, hätte den Schuss getroffen hinter der Box. Also wo er hochgesprungen ist und sich verrät. Oh. Das wär hart. Es ist jetzt halt der Matchpoint für Alternate. 6-15. Ja, und Stofftiere hat halt nichts. Die gehen jetzt mit drei Leuten aggressiv die Mitte. Also wollen dieses Spiel jetzt fortführen, weil sie letzte Runde auch gespielt haben, und versuchen Raum irgendwie auf Close Distance einzunehmen. Ja, und Alternate, die machen es halt wieder zusammen. Lassen einen in der Mitte stehen. Das übernimmt diesmal Crispy. Der Rest baut vor B auf. Und dann wird man hier gleich wieder explosiv vorgehen. So, Zarin ist da bekannt. Die Flash bringt erstmal komplettes Chaos hier bei beiden. Ja, und dann sitzen auf die Frags bei Stefan. Sauberes Aiming. Der andere Stefan kommt nochmal hier über den Vent gepusht. Kann er noch einen dritten bekommen? Ne, da hat Tizian was dagegen. Ja, der ist trotzdem 2 gegen 1. Also Überraschung hat hier funktioniert. Und für Tizian heißt es jetzt hier, einen Weg zu finden. Und er will nochmal Richtung A. Aber sieh dir den Laufweg von Globe an. Der setzt sich auch nochmal auf den A-Spot. Und Tizian denkt natürlich, jetzt habe ich sie vernascht. Die wissen, dass die Bombe auf B war. Der rennt wahrscheinlich mit dem Messer in der Hand nochmal Richtung Spot. Der Blick Richtung Kurz und Globe. So gut mitgedacht und die Runde damit auch gewonnen.
Sehr gut gespielt von Glaub. Wer denkt denn, dass der noch... Ey, das ist einfach nur... Ich bin... Wir sind... Es, niemand ist direkt am B-Spot. Niemand kann genau sehen, was er macht. Tizian könnte natürlich die Bombe legen, weiß dann, dass er ein 1 gegen 2 mit gelegter Bombe hat. Dass sein Timing dann vielleicht nicht ganz so gut sein könnte. Wenn Tizian dann auf den A-Spot rennt, hätte er vielleicht so viel Zeit schon rausgeholt, dass die Stofftiere Fehler machen müssen. Und das ist richtig gut gespielt von Globe, dass er so weit mitdenkt. Also echt genial. So, und damit hält er die Stofftiere halt hier echt nochmal in der Partie drin. Ja, und das heißt auch für Alternate, Geld wird knapp. Da ist nämlich schon bei Tizian die Tech 9. Zweimal OMP, ja. Ah, und da hört es schon auf. Da ist nächste Runde halt der Force-Buy, beziehungsweise, oh, hat sogar noch ein bisschen Geld. Wenn man die Bombe hier legt, kann man nochmal Force-Buyen. Aber im Endeffekt ist das eigentlich, wenn Alternate die Runde verliert, die Eco. Das heißt, Stofftier kann hier vielleicht nochmal den Anschluss finden. Aber hier wird das nichts. Crispy pusht einfach raus. Crispy mit dem nächsten. Ja, und Mike S. zählt jetzt einfach die Main. 3 gegen 4 Situation. Und die Bombe muss noch draufgepackt werden. Also, die ist kurz zurück. Oder die musste kurz aufgepickt werden, glaube ich. Deshalb ist Mike S. dann nochmal zurückgerannt. Bleibt spannend. Ist jetzt die Putt-Situation. Globe versucht mit seinem Team hier vorzukommen. Sie haben halt keine Nades mehr, außer zwei Flashbangs. So, da kommt die erste reingeflogen von Alternate. Nochmal der Reflect. Globe mit dem nächsten. Und jetzt liegt es halt der hier an Stefan und er zieht einfach durch und das war's. Und da gewinnt man das Duell. Flexi kann da den Spieler auch gut oder lang genug beschäftigen und das ist das 8 zu 15. Und das wird jetzt bei Alternate eine Eco sein. Oder zumindest so ein 2000er Ball. Ja, so ein 2000er Ball kann man auf jeden Fall raushauen. Ich glaube, viele spielen gerne die Deagle ohne, auch ohne Kevlar. Ist halt echt wie so eine Glass Cannon AWP. Muss halt immer nur den Headshot geben, dann passt's. Und Tizi direkt mal in die Main rein. Und ein zweiter Spieler mit dazu, da ist EZFN. Na, EZFN ist schon rüber. Sie sind instant in der Mitte. Die Stofftiere haben gar keinen Blick in die Mitte, zielen, haben sehr viel Fokus auf B. Weil Etex halt eine sehr wichtige Runde mit diesem B-Split wahrscheinlich gewonnen hat. Davon wollen sie sich jetzt nicht überraschen lassen. Eben ging's auch auf den A-Spot. Macht schon viel Sinn, den B-Spot da zu verstärken, aber dann dürfen sie Strolchi nicht wieder an der Tür verlieren. Bei einer Minute 15 ist der schon so weit durchgepusht. Also Info sammeln gut und schön, aber zu früh die Info sammeln bringt dann halt auch nichts mehr, weil sich da noch zu viel ändern kann im Verlauf der Runde. Ja, wiederum hat er fast keine Info bekommen und jetzt ist ECFN durch. Das war die Lücke, die er gefunden hat. Direkt Richtung K, holt Zeit raus, holt Informationen, weiß, dass zwei Leute Richtung K jetzt kommen. Und jetzt heißt es für Alternate abschimmeln. Versuchen einfach nur mit den Deagles und der einen M4, die bei Stefan ist, mit einer Kevlar hier die Runde zu holen. Oh, der Sprung von Zari. So gut, warum schießt er denn nicht einfach unten durch? Das könnte doch klappen, oder? Ja, sie versuchen's. Und Crispy macht den echt noch. Ist das sein Ernst? Und er bleibt weiter da oben sitzen. Die wollen jetzt den Spot einnehmen. Jetzt wird er rausgenommen. Klof kümmert sich drum. Aber immer noch diese M4 im Spiel. Und die M4 kann hier entscheidend sein. Die Zeit läuft ihnen nach vorne. Und das war's. GG World Plate. Alternate hier mit ihrem Stand-in. Erfolgreich mit einem sauberen Ergebnis. Und zwar 8 Runden für die Stofftiere, 16 Runden für Alternate. Genau. Ja, können sie mitleben. Ja, definitiv.